Schön, dass du da bist. Ich bin Sandra Hochhuber und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung und Eigenliebe. Ich habe sowas Ähnliches wie einen Frosch. Ich trinke mal einen Schluck. So, schön, dass du da bist. Das hier gerade eben, meine Stimme, und könnte man auch als eine Form der Selbstsabotage bezeichnen. Das kennst du bestimmt. Wenn du Dinge verschiebst, wenn du eine Partnerschaft hast und zu deinem Partner manchmal wie ein Monster auftritt. Wenn du in deinem Job gern vorankommen möchtest und dennoch bisweilen deinem Chef gegenüber Dinge auspackst, die ganz sicher nicht dazu beitragen, dass du auf der Karriereleiter weiterkommst. Zumindest nicht nach oben. Und wenn du so wie ich ein eigenes Business hast oder selbstständig bist, dann zeigt sich das in so Aufschieberitis. Und da wird dann immer wieder von Selbstsabotage gesprochen. Und ich habe ein bisschen ein anderes Verhältnis zur Selbstsabotage. Also glauben mir viele, es sei in ihnen so ein Saboteur, der alles, was der Verstand für gut heißt und machen mag, dann eben sabotiert. Sagt, nee, eine Grätsche reinmacht, eine Bremse. Und wenn du mal ganz genau hinspür und mach vielleicht deine Augen dazu zu, wo denkst du, dass du dich selbst sabotierst? Und dann, warum? Und vielleicht magst du das aufschreiben, was da kommt, warum. Und ich habe zum Beispiel schon oft gehört von Menschen, die gern abnehmen möchten, dass ihnen das so schwer fällt und als müssten sie dann immer so essen. Und da können ganz unterschiedliche Ursachen für auftauchen. Und das ist eigentlich nicht, dass sie sich selbst sabotieren. Da ist in denen wie so ein Anteil, der meint, huhuhu, das ist gefährlich. Also viele Menschen, die zu viel essen, haben das früher als Belohnung bekommen. Als ich Nascherei, das hast du gut gemacht. Und belohnen sich auch als Erwachsene noch damit. Und wenn das eine der wenigen Möglichkeiten der Belohnung ist, dann sabotierst du dich nicht. Dann ist da ein Teil, der weiterhin belohnt werden möchte. Und es ist eine ziemlich gute Idee, zu sagen, ich erlaube mir, diesen Teil von mir zu integrieren, zu akzeptieren und zu lieben. Und das immer wieder mit unterschiedlichen Teilen zu machen. Das hilft dir dabei, dazu zu stehen, dass da vielleicht in dir unterschiedliche Meinungen sind und macht es sehr viel einfacher für dich, das zu tun, was dein Bewusstsein
quasi möchte. Und es kann auch sein, dass du es dir nochmal anders überlegst. Also, dass in bestimmten Fällen vielleicht das, was du für das Bestmögliche gehalten hattest, gar nicht so das Bestmögliche ist. Und diese Selbstsabotage ist eben im Prinzip nur ein innerer Widerstand, was wie so ein innerer Machtkampf ist. Ein, hey, ich will das verändern, und der andere Teil sagt, nee, ich aber nicht. Und beide sind ein Teil von dir. Ich wünsche dir sehr viel Vergnügen und tolle Erkenntnisse mit dieser Übung. Alles Gute für dich und eine wunderschöne Zeit. Ah, ganz oft vergessen. Wenn du gern mit mir arbeiten wollen würdest, dann würde ich mich total freuen, wenn du dich bei mir meldest und wir zusammen arbeiten können. Und Coaching geht auch ganz gut online. Also, ich freue mich auf dich. Alles Gute für dich und eine schöne Zeit. Tschüss.